Wir sind Mediasport und das sind unsere Partner. LiveLive, FIA, Axi, Crosscar, Manufacturer, Windschiegel, Maschinenbau, Hoogstra Autosport, Performance, Autosport Parts, Tim Leyendecker, Horizontal, Bordtechnik, Racing, Interior, Goldspeed Racing Products und Dino Performance bei Candles. Ja, und damit steigen wir auch gleich ein ins Magazin. Ich sage nochmal Servus und herzlich willkommen. Und herzlich willkommen sage ich auch an dieses junge Unternehmen aus Belgien. Herzlich willkommen Yannick und Terry Neville von LiveLive. Tja, und da sehen wir schon die Bilder vom neuen Topmodell seit 2011 auf den Rennstrecken in ganz Europa, nein, auf der ganzen Welt unterwegs. Das ist der TN11, der Nachfolger, das Nachfolgemodell vom TN05. David Meillard sehen wir hier und dahinter den jungen Miguel Gayoso. Und Gayoso wird im Jahr 2024 in der Europameisterschaft auch der zweite Mann sein im Werkskader neben David Meillard. Er löst Marcelo Gallo ab, der beruflich in die Vereinigten Staaten geht und damit keine Zeit mehr hat. Und damit hat David Meillard natürlich einen sehr, sehr jungen, einen hungrigen, einen verdammt schnellen jungen Mann an seiner Seite, der bei Fortes jetzt weit vor der Saison schon Zeiten gefahren ist. Da hat auch Terry Neville die Augenbrauen hochgezogen. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, da wird David Meillard kämpfen müssen, das ein oder andere Mal in der Europameisterschaft. Ja, aus deutscher Sicht ist das auch sehr erfreulich. Da wird es einen jungen Mann aus der deutschen Meisterschaft geben, der mit genau so einem Modell, und zwar in den Farben von Markus Wibbler, der diese Fahrzeuge ja in Deutschland verkauft, an der Europameisterschaft teilnehmen wird. Gleich vom ersten Rennen ist er dabei und ich glaube, er wird auch in Humpolek beim Auftakt zur tschechischen Meisterschaft an den Start gehen und dann schon mal austesten, wie er mit diesem Fahrzeug zurechtkommt. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich sage das nochmal, denn im Hause LiveLive hat man ganz viele Möglichkeiten, als junger Mann ganz unten anzufangen und dann hinterher sogar mit Autos aus dem eigenen Hause bis in den Rallye-Sport einzusteigen. Das ist spannend und das werden wir Ihnen im Laufe des Jahres mal zeigen. Ja, und da werden wir sicherlich mit der Kamera auch mal vorbeischauen in Belgien und mal genau beobachten, wie denn diese Fahrzeuge entstehen, die hier im wunderschönen Drift unterwegs sind. Ja, in dieser neuen, ja, ich will nicht sagen Topklasse in der Europameisterschaft, aber da tut sich was, da verändert sich etwas. Die Crosscars sorgen dafür, dass Autocross ein ganz, ganz neues Bild bekommt und daran ist LiveLive natürlich nicht ganz unbeteiligt. So, jetzt gehen wir aber mal direkt weiter, gehen zu den klassischen Buggies, gehen dann weiter zu einem jungen Mann aus Tschechien, nämlich zu Philipp Durth. Und der Philipp Durth, der bekommt ein neues Auto im Jahr 2024, nämlich einen F&S Chassis Buggy 1600 von René Mandl. Und wir haben uns mal mit ihm unterhalten, beziehungsweise unser Kollege aus Tschechien, der Thomas Nemec, war bei René Mandl. Und so sieht er aus, der junge Mann, der ja in den letzten Jahren schon für reichlich Furore gesorgt hat, auch bei den Junior-Buggies. Und der spricht von einem Jahr 2023, tja, wo er sehr viel Pech hatte, auch viele Crashes und das war einfach irgendwie nicht sein Jahr. Und er möchte 2024 natürlich nicht daran anknüpfen, sondern möchte ein viel, viel besseres Jahr erleben. Und er tritt mit einem ganz neuen, einem wirklich sehr schönen Auto an, wie wir hier im Hintergrund auch sehen können, mit einem F&S Chassis Buggy von René Mandl. Also sie haben zusammen ein Agreement vereinbart. René Mandl ist auf den jungen Mann zugegangen. Er hat ihn beobachtet schon eine ganze Zeit und dann auch erkannt, dass er mit relativ unterlegenem Material sich extrem gut verkauft hat bei den Junior Buggies, sowohl in der tschechischen Meisterschaft als auch in der Europameisterschaft. Tja, Philipp Durth ist mit seinem Vater und mit seiner Mutter in ganz Europa unterwegs. Sie sind ein ganz kleines Team, sind auch sehr oft in Ulft bei René Mandl, bei F&S Chassis, denn sie bauen das Auto praktisch eigenständig auf, gemeinsam mit René Mandl, der da immer nach dem Rechten schaut.
Und der sagt, ja, das ist gar nicht so einfach mit dem Nee, weil der muss immer alles perfekt haben. Ne? Das, was wir dann so zusammenbauen, das kontrolliert er alles nochmal. Und es muss 100% korrekt sein, sonst wird es wieder ausgebaut und sonst wird es nochmal neu gemacht. Und nur das ist aber auch der richtige Weg, sagt er ganz, ganz klar. Denn nur so werden wir Erfolg haben. Ja, René ist halt sehr erfahren und der hat mir in technischer Hinsicht schon sehr, sehr viel beigebracht. Auf der anderen Seite ist es so, dass er natürlich auch als Fahrer hochtalentiert war. Er ist ja ehemaliger Europameister und da hat er mir auch zu meinem Driving-Style, zu meiner Art, Rennwagen zu fahren, auch schon eine Menge erklärt. Und von daher bin ich bis jetzt schon sehr, sehr glücklich. Tja, wir wollen in diesem Jahr sehr viele Rennen fahren. Wir haben vor, 17 Rennen zu fahren, und zwar die komplette tschechische Autocross-Meisterschaft, dazu die komplette Europameisterschaft. Wir möchten allerdings vor dem Auftakt der tschechischen und natürlich der Europameisterschaft nochmal versuchen zu testen. Also Nirjat, Auftakt der CEZ, der FIA European Zone Championship. Da wollen wir mal testen. Und tja, wir sind ein ganz kleines Team. Ich fahre mit meinem Vater und mit meiner Mutter ganz alleine durch Europa. Das war zuletzt auch schon so, aber das klappt ganz hervorragend. Tja, und es ist natürlich schön, jetzt mit diesem neuen Auto, mit einem neuen Motor, auch von René Mandl unterwegs zu sein. Es wird ein Hayabusa 1440 sein. Es ist ein sehr guter Motor, wie wir auf dem Prüfstand schon gesehen haben. Und der René macht halt alles selber, auch die Differenziale macht er selber, die Elektrik, alles ist aus einer Hand. Und das ist schon richtig gut. Ja, aber es gibt natürlich, anders als bei den Junior Buggies, wo wir eine Handvoll gute Fahrer waren, bei den Buggy 1600 jede Menge gute Fahrer. Und er nennt auch Markus Wibbler aus Deutschland. Er nennt natürlich auch seine tschechischen Kollegen, mit denen er sich eigentlich schon seit vielen Jahren herumschlägt, auch bei den Junior Buggies wie Jakub Novotný, Janos Florian, Vaculik und so weiter. Daniel Pütlün gehört auch dazu. Und jetzt startet er im Werksteam, hat er einen Platz ergattert, wirklich bei René Mandl, ist damit Teamkollege von Rudi van Buren. Und er möchte natürlich auch mit ihm zusammen das ganze Projekt, das ganze Auto weiterentwickeln. Und deshalb ist er mal sehr, sehr gespannt, was am Ende des Jahres dabei herauskommt. Also er wartet jetzt nicht gerade Podiumsplätze, denn es ist ganz klar, man muss sich natürlich erst an dieses neue Auto gewöhnen, an diese neue Klasse gewöhnen. Man muss sich daran gewöhnen, dass viel mehr Konkurrenz da ist, dass viel mehr richtig schnelle Fahrer da sind. Aber er ist sehr guter Dinge. Er macht auch im Mentalbereich einiges. Er bereitet sich körperlich gut vor, wie er sagt. Und er hat richtig Bock drauf. Also ein angenehmer, junger Mann, muss man schon sagen. Und ich bin mal gespannt, was sie gemeinsam erreichen können. So, jetzt fragen wir den Chef natürlich auch mal selber, denn wenn der Thomas Nemeth schon mal da ist in Ulft, dann können wir eine kleine Rückschau machen. Und tja, das ist René Mandl, den kennen wir natürlich von den Strecken auch. Und das war das Auto, mit dem er in der Europameisterschaft aufgekreuzt ist, dieser alte, der Spitznagel. Das war ein Fahrzeug, was er mit Low Budget aufgebaut hat. Das sagt er, ich bin mit meiner Familie dann durch Europa gefahren, nachdem ich in 2006 mit dem Crosskart angefangen habe. Am Anfang bin ich eigentlich nur für meine Family gefahren. Der Rennvirus hatte mich überhaupt noch nicht so richtig erfasst. Aber das war dann hinterher anders. Und dann wurde ich auch deutscher Meister und danach habe ich eine neue Herausforderung gesucht, natürlich zusammen mit meiner Familie. Und dann ging es, wie gesagt, mit genau diesem Auto in die Europameisterschaft, absolut low budget. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und so fing es dann halt eben an. In 2014 ist er dann Europameister geworden.
Ja, ja, und der René sagt das dann nochmal, ne? Weil das Auto war wirklich sehr, sehr alt im Vergleich zur Konkurrenz. Aber mehr hat das Budget halt nicht hergegeben. Also Opa Herbert Stenger war ja auch noch mit im Boot, der Berglöwe genannt, also am Europasbergen eine absolute Nummer. Also der hat wirklich jeden geschlagen schon am Berg. Jetzt guckt er von oben irgendwo zu, liebe Grüße. Und ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern. Also René sagt auch selber, ich habe sehr, sehr harte Fights gehabt in der Europameisterschaft. Da waren wirklich sehr, sehr gute Jungs dabei. Und Thomas Nemitz sagt auch, da waren viele crazy Moments, die er dann auch mit der Kamera festgehalten hat. Und er sagt, ja, ich kann das jetzt gar nicht auf irgendeinen Einzelnen da so festmachen, aber zum Beispiel Flo Tafani war so jemand, mit dem es immer sehr, sehr hart zur Sache ging. Und andere auch, zum Beispiel Kevin Peters war zu der Zeit, denke ich, auch schon da mit dabei. Und ja, wie gesagt, einige Namen, mit denen er sich wirklich gebattelt hat, und das war wirklich super anzuschauen. Es gab natürlich auch ein paar ordentliche Sprünge, ne? Also hier sehen wir ja die Onboards, hier wird René Mandl gefilmt, und gerade in Cherov, da fliegt man ja regelrecht weit. Das ist echt Wahnsinn, da muss man super aufpassen, dass man da nicht zu spät auf der Bremse steht, denn dann geht es wirklich ein paar Meter in die Luft und dann auch brutalst wieder nach unten. Das muss man genau dosieren, und wenn man sich da verleiten lässt von seinem Vordermann, dann hat das schon sehr, sehr vielen Fahrern schon sehr, sehr wehgetan. Tja, also Lieblingsstrecken hat René Mandl wohl nicht. Also er sagt, ja, also im Baltikum, das ist wohl sehr schön, da habe ich auch gewonnen. Das war super, aber im Grunde genommen habe ich gar keine Lieblingsstrecke, das hat er damals auch schon immer gesagt. Jede Strecke hat irgendwie auch seinen besonderen Reiz, und der mag es auf allen Strecken zu sein. You like jumps. Und er unterstreicht nochmal, dass er es natürlich liebt, so hat er das im Rallye-Sport ja seinerzeit auch gemacht, immer am Limit zu fahren, immer sofort da zu sein. Du musst ja im Autocross bei 100% losfahren, weil du hast einfach keine Zeit zu warten, denn dann ist das Rennen schon wieder rum. Absolute Sprintrennen mit neun entsprechenden Spielkameraden in den Finals, und da musst du sehr, sehr wach sein. Tja, Thomas Nemitz fragt dann auch noch, Mensch, wie viele Autos baust du jetzt eigentlich hier zusammen mit Johnny Hackford? Mit dem hat das übrigens auch irgendwann so angefangen. Er hat ihn irgendwann mal gefragt, der Johnny Hackford, Mensch, René, möchtest du nicht mal ein Auto von mir fahren? Hat ihm dann wohl auch ein Sponsorship angeboten. Und ja, so ist die Zusammenarbeit immer enger geworden. Und tja, hinterher war es dann so, dass Johnny gefragt hat, wollen wir nicht zusammen Rennautos bauen? Und ja, das war der Startschuss, und er liebt es wirklich sehr, das dort jetzt so zu haben, F&S Chassis zu haben. Und er sagt, ja, wir bauen im Jahr so ungefähr 25 bis 35 Motoren, vorzugsweise Hayabusa-Motoren. In der Regel so, ja, vielleicht 10 bis 15 Chassis, und davon vielleicht 5 Autos komplett. Das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf den Buggy 1600, weil Superbuggys hat er nicht so viele laufen. Aber er sagt, es ist weiterhin eine kleine Firma, und wir machen auch alles selber, wie ich es eben gesagt habe, vom Kabelbaum über das Chassis, den Motor, die Differenziale. Denn er möchte, dass wenn jemand anruft bei F&S Chassis, dass er nicht weiter verbunden wird, sondern dass man immer gleich weiß, egal was kaputt ist an meinem Auto, ich habe einen Ansprechpartner, und der sorgt auch dafür, dass ich schnell mit Ersatzteilen wieder versorgt werde, und der sich auch in allen Bereichen auskennt. Ja, und René unterstreicht das halt nochmal. Es ist ihm ganz, ganz wichtig, sich nicht zu verstecken hinter irgendwem, der es vielleicht gemacht haben könnte, sondern er baut das mit seinen Mechanikern, mit seinem Team, und es muss nach seiner Philosophie alles aus einem Haus kommen, und das ist halt eben, wie gesagt, so die Ausrichtung seiner Firma. Und der Erfolg, der sich so nach und nach immer mehr einstellt,
der gibt Ihnen da ganz offensichtlich recht, wobei die Konkurrenz natürlich auch bei den Buggy 1600 oder gerade bei den Buggy 1600 sehr, sehr stark ist. Das weiß er auch, aber ich sag mal so, dieses Leuchtturmprojekt Rudi van Buren, der im Jahr 2024 auch wieder die Speerspitze sein wird bei ihm in der Europameisterschaft, der sorgt natürlich auch für ein entsprechendes Medienecho, denn Rudi van Buren ist nicht nur in den Benelux-Staaten bekannt wie ein deutscher Hund, wie ein bunter Hund, so muss ich das sagen. Und wie gesagt, er sorgt dafür, dass diese Autos natürlich viel, viel bekannter noch. Ja, und Renault geht auch nochmal auf Johnny Ackford ein. Hier sehen wir ihn im Bild, dass wirklich nach und nach eine echte Freundschaft entstanden ist, bis dann irgendwann der Schritt zur eigenen Firma kam. Und tja, so ist F&S Chassis entstanden. Und seitdem hat er die Möglichkeit, zusammen mit Johnny dann halt eben diese Fahrzeuge in Serie zu bauen, mit den Motoren, mit allem dazu. Also da ist eine enorme Kompetenz natürlich vorhanden, da hat man ordentlich Fachwissen angehäuft. Perfekt ist das lange nicht, das ist ganz klar, aber man scheint auf einem sehr guten Weg zu sein. Und warten wir mal ab, was die kommende Saison so bringen wird. Also auch in Deutschland gibt es ja den einen oder anderen, der mit F&S Chassis unterwegs ist. Aber gerade in der Europameisterschaft wird das ein echter Hingucker. Rudi van Buren, der ein fantastisches Design für die Saison 2024 wieder entworfen hat, das kann ich schon mal sagen. Und natürlich, was dieser junge Mann in der Europameisterschaft gegen seine vielen Konkurrenten, mit denen er schon seit den Kart Cross oder den Racer Buggies in Tschechien unterwegs ist, mit diesem neuen wunderschönen Chassis, mit diesem wunderschönen Auto ausrichten kann. Da müssen wir mal schauen. Und in ein paar Monaten wissen wir natürlich mehr. I think that he is a really good driver for this category because he knows. Ja, wir fragen natürlich auch nochmal nach, oder der Thomas fragt nach, warum bist du denn gerade auf Philipp Durt gekommen? Und ja, René unterstreicht das nochmal, was ich eben schon gesagt habe. Er hat ihn seit einigen Jahren beobachtet, er hat mit unterlegenem Material fantastische Ergebnisse eingefahren. Er weiß, wie man einen Motorradmotor benutzen muss. Das ist ja ganz anders als bei einem Automotor, schlicht und ergreifend, weil er in seiner ganzen Karriere halt immer Motorradmotoren gefahren ist. Und deshalb traut er ihm sehr viel zu. Es wird eine Eingewöhnungszeit geben müssen, das ist ganz normal. Aber irgendwann, da ist er sich sicher, wird er ganz, ganz vorne stehen. Ja, und jetzt wechseln wir das Thema komplett. Das ist jetzt eine ganz andere Herangehensweise, die wir hier sehen bei diesen alten Bildern. Denn wir möchten mal über David Horak sprechen. Tomasz war auch bei David Horak zu Gast und hat mit ihm über seine Karriere gesprochen. Und hier sehen wir ihn mit einem seiner ersten Autos. Das war das alte Auto von Peter Bartosz mit einem Turbomotor. Zuvor ist er aber mit einem Tatra-Motor, mit einem ehemaligen Roman Keschka-Auto gefahren. Das Auto hatte vorher Martin Babak mit einem Tatra-Motor. Und er ist schon immer abgefahren auf die etwas großvolumigeren Motoren. Und tja, so fing das alles an. In 2002 hat er übrigens zum ersten Mal überhaupt einen Hobby-Autocross gesehen. Und das hat ihm irgendwie gut gefallen. Ja, und er sagt gleich, dieser Tatra-Motor war viel schöner zu fahren und ja, mit dem Turbo-Auto, dem ex-Bartosz-Auto, hat er auch keine guten Erfolge erzielt. Damit ist er nicht so gut klargekommen. Hier sehen wir dann das Auto, was er danach eingesetzt hat, und da wurde ein 4-Liter BMW eingebaut, und er sagt, das war wirklich ein sehr, sehr günstiges Auto, denn allein der Motor, der hat gerade mal 7.000 Euro gekostet, und den benutzt er bis heute übrigens. Ne? Also das ist wirklich eine gute Investition, wenn man davon im Motorsport überhaupt sprechen kann. 4 Liter BMW V8, und diesen Sound, tja, den haben wir, glaube ich, alle im Ohr, den haben wir alle schon gehört, wenn wir an den Rennstrecken waren, in Tschechien oder aber auch
in der Autocross-Europameisterschaft. Tja, irgendwann gab es dann, zwei Jahre nachdem der Serienmotor dann ihm persönlich nicht mehr ausgereicht hat, gab es einen richtigen BMW-Rennmotor, einen V8 mit viel mehr Leistung. Aber dank dem schlechten Benzin in der EM, Dankeschön an die FIA, haben wir den Motor dann zerstört und das war nicht gut. Deshalb gab es in 2023 dann wieder den alten Motor, den Serienmotor, und damit hat er sogar in Spanien dann gewonnen. Er ist ja der letzte Sieger des Jahres 2023. Tja, und er hat gesagt, meine Autos waren halt immer ein bisschen schwerer als die Konkurrenz, also viel schwerer natürlich als ein Volvo-Motor. Deshalb sind die Autos auch ganz anders zu fahren. Aber er mag das. Er mag insbesondere den Start, denn Traktion ist überhaupt nicht sein Problem. Und deshalb wird er an diesem Konzept sicherlich auch festhalten. Und da sehen wir mal einen seiner größten Erfolge. Da gewinnt er auf der Ziellinie und das war natürlich ein super Erfolg für ihn. Tja, jetzt kommen die Bilder, die wir da auch nicht vergessen. Die haben wir alle nicht vergessen, die wir die Bilder gesehen haben. Das war Přerov. Und da ist er mit dem Marad unterwegs. Er hat ja zwei Autos, der David Horak, einmal einen eigengebauten mit dem BMW und dann den Turbomotor im Marad, und die Strecke in Přerov, wie er sagt, ist wie gemacht für den Marad, der ja eher von seiner Kinematik her ein Rundstreckenauto ist, also ein Tarmac, ein Asphaltauto, als für den Autocross-Sport, aber weil Přerov so eine gute Oberfläche hat, deshalb ist es perfekt. Und da hat er es dann übertrieben, er sagt, ich war viel zu schnell, ich wollte Jakob Kubicek überholen und da war ich viel zu schnell in der Kurve. Ich war dann bewusstlos, hab da nichts mehr machen können, hab davon gar nichts mitbekommen und hab dann auch wirklich eine ganze Zeit mein Bewusstsein verloren. Und dann gab es einen anderen tschechischen Fahrer, der hat dann angehalten, und das war das Erste, was ich eigentlich wieder gesehen habe. Das war Sedek Antony, und der hat auch alles organisiert, was dann so mit Ärzten und so weiter war. Das hat er alles koordiniert und deshalb bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar. Er hat wirklich mitgeholfen und er ist die Stimme, die ich immer noch im Ohr habe. Und tja, so war das halt eben. Es war ganz deutlich mein Fehler. Ich war viel zu schnell, ich war übermütig auf dieser Strecke. Aber wichtig war mir dann auch, dass ich im September wieder ins Auto gestiegen bin. Und das war in Sedlčany. Und da bin ich auch gleich wieder aufs Treppchen gefahren. Und das war wirklich sehr, sehr wichtig, denn er glaubt auch, und ich denke, da hat er recht, wenn man zu lange wieder raus ist nach so einem massiven Crash, ich erinnere daran, da wurde das ganze Dach, wurde alles komplett abgetrennt, dass man ihn da bergen konnte. Wie gesagt, er war bewusstlos, aber das ist vergessen. Und da sehen wir ihn bei seinem Restart, da war er wirklich sehr, sehr froh, in Sedlčany da gleich wieder aufs Treppchen zu fahren. Und tja, diesen Marad, den er ja im Hintergrund da auch stehen hat, das ist also eins von den beiden Autos, die er auch im Jahr 2024 einsetzen wird. Er will wieder die komplette Europameisterschaft und die tschechische Meisterschaft fahren, und er wird mal mit dem Marad und mal mit seinem eigenen Auto fahren. Und hier sehen wir dann Bilder von seinem großen Erfolg, vom ersten EM-Laufsieg in Spanien im letzten Jahr in Mulhorusa. Der sagt, das Auto ist perfekt für diesen Kurs gemacht. Die Traktion ist einfach da. Ich habe da viel mehr Traktion als alle anderen und ich mag das wirklich. Und er sagt nochmal, und das mit dem Ausrufezeichen, diesen Sieg wird er in seinem ganzen Leben nicht vergessen. Er sagt natürlich auch, einige Topstars waren nicht da, das müsste er schon sagen. Aber trotzdem, er hat am Ende gewonnen, er hat den größten Pokal mit nach Hause genommen. Und das bleibt. Ja, von diesem Bild hier auf dem Treppchen, da wird es mit Sicherheit ein großes Poster im Hause Horak geben.
Und das ist natürlich etwas, wenn du mit einem Sieg, mit so einem großen Sieg in der Europameisterschaft in die Winterpause gehst, dann bist du natürlich ja, in gutem Zustand auch im Winter und hast Bock drauf, die neue Saison wieder vorzubereiten. Und genauso ist es bei ihm auch. Deshalb, naja, hat er mal zur Sicherheit die zwei Autos wieder vorbereitet oder vorbereiten lassen. Er bedankt sich auch bei seinem Team, die wirklich seit Jahren eine Top-Arbeit machen. Und tja, deshalb freut er sich auf das Jahr 2024. Das tun wir auch. Wir sagen vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss, ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Wir sind Mediasport und das sind unsere Partner. LiveLive, FIA, Exi, Crosscar, Manufacturer, Windschiegel, Maschinenbau, Hoogstra Autosport, Performance, Autosport Parts, Tim Leyendecker, Horizontal Bordtechnik, Racing Interior, Goldspeed Racing Products und Dino Performance bei Candles.